Hallo und willkommen zurück bei Venetica. So, wir haben mit Eris gesprochen und sind in unserer tollen neuen Gilde. Yeah. Ja, schauen wir uns mal um und sie meinte doch auch, ist das nicht dasselbe Bild, was wir schon oft gesehen haben? Schon ganz am Anfang war das, ne? Damals noch. Ganz am Anfang. Innere Bezirk betreten? Nein, ich möchte nicht raus. Ich möchte hier drinnen bleiben. Und ich möchte auch wissen, was es mit ihm hier auf sich hat. Und ach, oben waren wir noch nicht. Dann gehen wir mal nach oben. Hier ist die Bibliothek. Hier sieht es echt ganz toll aufgeräumt und sortiert aus. Ich weiß nicht. Sei gegrüßt. Hi. Na, am Lesen. Spannend und so. Ja, das, wenn das das einzige Bett ist, was wir haben, dann. Und Brot. Ja, nun schnauf doch nicht so. Das Laufen bist du doch langsam gewöhnt. Sieht gut Ach, diese aus. Leute immer. Ich weiß nicht, was die haben. So, wir schlafen eine ganze Nacht lang. Bis morgens schlafen wir. Genau. Frisch und erholt. In unserem neuen Zuhause. Hier. Im Netz der Maske. Ne? Aber komisch, dass man nichts lesen kann. Also ich hätte jetzt gedacht, wir müssen hier richtig viel lesen, aber okay. So, was ist mit ihm denn jetzt hier? Sie werden mich nicht freilassen, denn sonst würde Sieht ich gut meinem aus. Meister berichten, dass Sie gegen ihn agieren. Aber Sie können mich auch nicht töten, denn ich bin schon tot. Bitte, lasse meine Seele frei. Man sagt, du wärst dazu in der Lage. Ja, wer bist du denn überhaupt? Was ist mit dem Bett? Gnade zeigen und ihn sterben lassen. Vielleicht später. Was ist mit dem Bett? Was ist so besonders an diesem Bett? Versuche es und finde es heraus. Möchte ich gar nicht. Möchte ich gar nicht. Was ist denn los mit dir? Ich check das noch nicht ganz. Sagt sie da was zu? Wir sollten doch schlafen. Was kann ich für dich tun an diesem schönen Tag? Ja, Mami. Geistfertigkeiten lernen? Ich möchte Fertigkeiten der Nekromantie lernen. Ich weiß viel über die dunkle Kunst der Nekromantie. Ich bin bereit, dieses Wissen mit dir zu teilen. Aber gerne doch. Aber wir haben leider keine Fertigkeitspunkte, aber wir haben ja schon einiges. Also schlecht sind wir ja nicht, ne? So schlecht sind wir ja nicht. Aber hier ist auch nichts mit Lesen und, ich weiß gar nicht, was wir zuletzt noch machen sollten. Ich schätze mal, irgendwie draußen rumlaufen. Wie, was sagen denn unsere Quests? Befreie den Bürger von der Galeere. Ein Bürger ist von den persischen. Ach ja, müssen wir auch noch machen. Finde einen Weg an Bord der Klaue. Ja, müssen wir auch machen. Werde angegriffen mit der Maske. Ich bin nun eine Angehörige. Will mich hier in diesem Gebäude. Ich bin in der Bibliothek. Jetzt sollte ich mit Eris reden. Ja, haben wir doch schon. Was sollen wir dann tun? Dann gehen wir raus und erledigen einen anderen Kram. Und was mit dem Typen da im Bett ist, ich check das nicht, ist mir jetzt auch gerade egal. Ich will raus hier. Ich dachte, hier gibt's viel mehr. Das ist doch unser Gildenhaus. So, was zum Lesen über so, das Netz der Maske, was die alles schon so gemacht haben. Ne? So. In die Richtung halt. Wenn wir immer weiter geradeaus laufen, was wir bestimmt hier nicht dürfen, dann können wir das Paket wegbringen. Wir sind die neue Ordnungsmacht in diesem Bezirk. Ah, ihr seid so geil. Warte einen Ups. Augenblick. Wer bist du und von wo kommst du? Ich bin doch nur wie immer eine Händlerin, eine Bürgerin von Venedig. Das geht dich gar nichts an. Angehörige, das Netz der Maske sage ich lieber nicht. Ich bin eine Händlerin. Aha. Womit handelst du denn? Alles mögliche, Ohren von neugierigen Wächtern. Nahrung. Nahrung. Es darf in dieser Stadt keine Nahrung mehr verkauft Warum? werden. Dies ist ein strenger Befehl der Besatzungsmacht. Wenn wir beobachten, wie du mit Nahrung handelst, wirst du ins Gefängnis geworfen. Okay. Du darfst passieren. Alles klar. Hätte ich mal lieber Kupfererz gesagt, das brauchen wir eh nicht. Hier hängt noch eine Proklamation. Die persische Besatzung wird so lange aufrechterhalten, bis die Gefängnis. Wird da was? Bis die gefährliche, verdächtige Person gefunden wurde. Oh. Okay. Ach, hier dürfen wir eigentlich wieder gar nicht rein.
Oh. Hab ich's. Oh. Ups. Ach, das war sogar zweimal. Ich dachte jetzt zweimal gelb. Ich hab grad nicht wohl aufgepasst. Egal. War richtig. Man muss auch mal Glück haben, ne? Nette Menschen sind hier immer willkommen. Ach, echt? Ich bin zwar bei dir eingebrochen zu Hause, aber wenn du mich so empfängst. Hi. Dann ist das ja okay. Da habe ich, ne, kein Problem mit. Können wir uns auf den Scheffel setzen? Können wir auch ein bisschen Wurst und so wieder mitnehmen? Nee? Nein? Gut. Was ist hier? Hast du hier nichts versteckt, was wir uns klauen dürfen? Nette Leute sind doch immer willkommen. Kommt alle rein in mein Haus. Ist doch egal. Ja, das habe ich mir gedacht. Möchte ich das überhaupt? Ich will es mir nicht schlecht machen mit ihr. Ich drücke jetzt was Falsches. Ich will gar nicht an die Truhe. Ich mache nur noch grün jetzt. Ja, ist sowieso ein ellenlanger Code. Ja, ist schön. Grün, grün, grün. Voll falsch. Ja. Oh, das war voll falsch. Ich dachte, das wäre voll richtig, nur grün und so zu machen. Nee, ich will hier nichts mitnehmen. Aber wir können was suchen. Ja, was lesen. Das ist immer gut. Über Kupfererzblau haben wir irgendwas erfahren. Obwohl, die Lebensmittel nehme ich mit, weil wir im Moment voll wenig haben. Ja, scheiße, wir haben Ruf minus 5, weil wir was geklaut haben. Shit. Hab ich's mir doch gedacht. Aber ich dachte, wenn sie sagt, ja, nett und so, dann ist das okay. Mist, jetzt mag sie uns nicht mehr. Ach, hier ist innerer Bezirk und da ist innerer Bezirk. Jetzt bin ich irritiert. Hoffentlich ist das der richtige. Warte mal. Als ich reinkam, wo stand sie da? Dann ist das die richtige Tür. Weil die Axt war direkt neben uns, als wir reinkamen. Dann kommen wir jetzt woanders raus. Wo kommen wir denn jetzt raus? So. Hier sind wir wieder woanders. Sind wir hier um die Ecke? Ja, aber irgendwie, das bringt es jetzt auch gerade nicht, ne? Müssen wir wieder in die Kanalisation irgendwann? Wo können wir denn hier hin schwimmen? Schwimmi, schwimmi. Können wir die Pflanze noch aufheben? Ja. Was war das für eine Tür? Auch irgendeine Haustür. Ich habe da jetzt gerade keine Lust zu. Ich möchte lieber gerade ein bisschen herumlaufen. Ach, da oben jetzt noch wieder weiter. Wo müssen wir denn lang? Ich möchte zum Onkel Doktor. Da. Ist der hier? Hm? Hä? Was ist denn hier? Hier ist doch gar nichts. Was soll das jetzt? Ach so. Wegen dem Tor da vorne. Was sagt ihr? Wir haben das Tor zum Arsenalbezirk geschlossen, bis unsere Mission hier zu Ende ist. Ach so. Toll. Was kann ich dann hier machen? Ist das jetzt... Jetzt sind wir doch wieder am Anfang, ne? Nein! Guck mal, was wir hier haben. Eine angemessene Schmiede. Ich würde doch mal sagen, das ist hier. Oder so. Oder nicht. Nee? Ich gehe da jetzt rein. Das wird doch hier sein. Der andere Quest ist das. Stimmt. Das mit... Wir brauchen... Nee, Minenarbeiter. Hä? Auf jeden Fall wollte unser Schmied von zu Hause damals doch, ne? Und so. Jetzt haben wir eine Schmiede gefunden. Yay. Ja, setz dich. Das ist so sinnlos. Ich hab's jetzt nicht gemacht, ne? Das ist auch voll der Quatsch gerade. Was ist denn jetzt hier? Gar nichts. Außer ausruhen. Hm? Eine angemessene Schmiede finde für Matteo. Matteo hieß ein wenig eine neue Schmiede. Ja, das ist doch toll hier. Ja. Toll.
müsste sich das jetzt nicht. Müssen wir wieder zu Matteo später zurück, um ihm das zu sagen, oder wie? Können wir ihm nicht eine Eule, eine Taube schicken? Ja, hier nicht bei Harry Potter. Na, er Schmied gesucht. Ulrik wartet am Kai auf euch. Ach so, das habe ich gerade nicht gelesen. Okay, alles klar. Ulrik, wo bist du denn? Was ist das hier? Ach, Katakomben? Oder what? Was ist die... Ich finde das immer so blöd, dass das automatisch geht. Ich weiß nicht, ist das ein Brunnen oder... Ach, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Und wenn wir hier die Minenarbeit machen? Wo finde ich euch? Ach, das ist da. Okay. Ach, ich weiß auch nicht. Was haben wir noch? Zum Bord kommen? Ja. Halt das, ne? Aber das Tor ist ja zu. Bringt nicht viel und so. Ja, wenn wir frustriert sind, dann müssen wir immer ein bisschen was hauen. Dann findet sich der Weg ganz von allein. Das ist so eine Fake-Tür hier. Die sieht so gemalt aus, so gar nicht echt. Ah, du kannst dir doch sowieso nicht aufhauen. Lern draus. Lalala, kann ich hier irgendwas schalten und walten? Nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Hier haben wir wieder ein Tor. Tür, ein Haus, Tür, Tor. Yeah, toll. Jetzt bekommen wir wieder voll die schlechten Rufe hier. Wir Einbrecher. Das können wir doch nicht tun. Aber es ist doch so spannend immer. Nein, ich heb jetzt keine Äpfel diesmal auf. Ja, geh in die Feuerstelle, verbrenn dich. Und Brot hätten wir hier auch. Wir haben doch nicht so viel. Und hier ist noch mehr Essen und so ein schönes Gemälde. Haben die das nicht schnuckelig eingerichtet hier? Ne? Das muss man ja hier sagen. Die haben Geschmack hier mit der lilanen Blume. Mit den Bananen, die hier rumhängen. Ach nee, es ist Mais. Dann die Schürchen, die da stehen. Oh, und hier so eine Blume und ne? Wir können in den Häusern immer ganz gut lesen. Es gibt immer was zum Lesen hier. Buch der wilden Abenteurer. Aha. Guck mal, jetzt können wir uns ja auch ausruhen und ne? Hier ist ja keiner. Hier ist doch keiner. Wenn hier keiner ist, ist das dann nicht okay? Dass die uns immer helfen, die Schlawiner, ne? Was soll ich mit dem ganzen Gold, ne? Was soll ich damit? Sorry, aber... Ach, dafür bekomme ich sogar Erfahrung, dass ich es einfach hier lasse. Ausruhen brauchen wir uns nicht, unsere Energie ist supi. Ja, hast wieder alles schön verdreckt hinter die gelassen. Ja, was soll's, ne? War zwar fast umsonst, ein bisschen was gelesen, aber wir haben Erfahrung bekommen dafür, dass wir nichts mitgenommen haben. Oder hätten wir die Erfahrung auch bekommen, wenn wir es mitgenommen hätten? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich finde das Gold und so. Pff. Wir haben genug und wir wissen eh kaum, was wir damit immer machen sollen. Wir hätten halt in Venedig da ein Superschwert oder was weiß ich was kaufen können, aber pff, was soll's. Fand das jetzt nicht so super wichtig. Ja, ich weiß nicht so recht, was hier jetzt gerade wirklich, was wir machen sollen, außer ihren Typ wiederholen hier. Ja, ach Mensch. Ne? Waren wir jetzt hier, da waren wir damals am Anfang schon drin? Ja. Er hat uns durchgelassen, das müssen wir doch hier irgendwas machen können. Irgendwie gehen wir mal hier so. Hier waren wir noch nicht. Ah, hier waren wir noch nicht. Was geht? Was kann ich für dich tun? Ach, wir dürfen ja jetzt nicht hier mit Essen und so handeln, ne? Bis bald. Hallo. Hey.
Hallo. Sieht gut aus. Ich dachte, du sagst Hallo. Was. Nicht? Möchte im Moment nicht so gern ins Gefängnis und ich weiß nicht, ob das mit dem Essen gerade so wichtig ist. Ja, jetzt haben wir hier, ne? Können runter wieder in die Katakomben und so. Schätze ich mal. Auf die andere Seite schwimmen. Ja. Was sagst du? Schau dich nur um. Was wird denn hier gehandelt? Was verkaufst du hier? Kräuter und Gewürze. Welche ich auch zu einem guten Preis einkaufe. Ja. Zeig mir deine Waren. Ah, jetzt haben wir hier noch mehr von diesem Kram. Ich weiß gar nicht, was wir haben und was wir nicht haben. Ich muss mal eben rüber hier. Kann mir das nicht sehen hier. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn das alles hier mal ein bisschen sortiert wäre. Lebensmittel getrennt von Besteckkram und, ne? Und warum ist die Schrift direkt über den Sachen? Das ist doch total blöd. Jetzt muss ich hier immer so weg, damit ich es überhaupt sehe. Wir haben Dämmerginster und wir haben Steinlilie. Haben wir noch irgendwas an Blumen? Nö. Oh, schau dich nur um. Ich wollte nicht, ne? Zeig mir deine Waren. Also. Weiß Efeu. Ups. Und Grabblüte. So. Dann haben wir die auch dreimal. Jeweils. Das dürfen wir ja machen, ne? Mit Kräutern handeln. Das ist ja okay. Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, nicht. Dann weißt du es nicht. Du, Dicky? Hallo. Guten Tag. Ach so. Alles, was jetzt mit Essen zu tun hat, oder wie? Nee, der verkauft Fisch oder so. Was ist das hier? Hier kann man voll viel entdecken. Ah, es ist schön hier. Es macht voll Spaß, hier überall herumzulaufen. Das ist schon cool gemacht hier im Spiel. Eben kann ich immer wieder sagen, ne? Hier haben wir den Raben und so. Wieder eine Proklamation. Der persische Besatz wird so lange auf... Ja, okay, das hatten wir schon. Waren wir hier jetzt schon? Waren wir hier schon? Okkulte Gegenstände, hier erhältlich. Wo denn? Da? Hä? Oder da? Ich gehe erstmal hier rein. Ja, aber dann muss man da ja... Also, es ist ja nicht... Hm? Ich wollte sagen, okkulte Gegenstände kaufen und dann ist er abgeschlossen. Das ist ja auch komisch. Na, die Oma. Die Oma, die lang ging. Hallo. Ich habe gar nichts gemerkt. Oh, ist da jemand? Nee, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht dran. Ach, hier kann man sogar nach unten. Oh, hier ist aber die Treppe kaputt. Nee, wir können nicht nach unten. Wir können nicht nach unten. Da kommen wir gerade her. Ja, ich muss immer noch mal einmal zurücklaufen, damit ich es auch kapiere. Wir können hier hin. Hier haben wir wieder eine Mausefalle. Das arme Mäuslein. Ist hier nichts, auch nichts zum Lesen. Innerer Bezirk betreten durchs Fenster? Bin ich ja mal gespannt jetzt. Hm? Ach, jetzt bekommen wir sogar Besuch. Ja, ich wollte eigentlich Erfahrung sagen, aber wir bekommen Besuch. Was auch sonst. Ja, komm, das hat sie jetzt gebracht, ne? Komm her, du Mistvieh. Ja. Komm her, komm her. Der letzte Schlag und du bist dran. Komm her jetzt. Ja. Arr. Na komm jetzt. Ich will dich jetzt haben. Mauergreiferchen. Mauergreiferchen. Na dann nicht. Hier ist unser Rabe. So. Kann man über die Leine hier gehen? Nein, können wir nicht. Dann nicht. Aber hier ist irgendwas zum Aufheben. Oh, genau dann, ne? Genau dann.
Diese Viecher. Da können wir aber lang. Was ist das hier? Lass mich! Aber man bekommt immer schöne Erfahrungen wenigstens. Ja, ja. Hä? Ich meine... Ja, ich weiß, dass ich da vorne lang kann, aber hier kann ich auch lang. Lass mich. Hier, zu dem will ich mal. Versteck von Kyla. Pass auf den Dächern auf, wo du hintrittst, sonst fällst du tief. Aha. Danke für den Ratschlag. Jetzt geh. Was hat er denn? Pass auf den Dächern auf, wo du hintrittst. Die sind irgendwie auf unserer Seite, oder wie? Lass mich passieren. Ich kann dich nicht passieren lassen. Warum nicht? Warum denn nicht? Warum nicht? Sieht doch voll spannend aus. Okay, irgendwann können wir aber bestimmt hier hin. Gut zu wissen. Viecher, ne? Steck deine Waffe weg, nimm das Leder und geh rüber. Was mit ihm denn? Balthasar, mein Guter. Oh oh. Oh oh. Okay. What the? Was geht denn jetzt ab? Okay, nimm's mir nicht übel, aber ich habe richtig lange nicht gespeichert. Das muss ich unbedingt gerade mal machen. Oh. Boah, Hammer, Hammer. Unsere Gesundheit, das habe ich gerade erst jetzt bemerkt. Mir fehlt gerade so ein bisschen in der Leiste unser Zeug für den Hammer. Oh, schnell erstmal einen Trank nehmen. Nein, 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 nein! Weg, 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 lauf, lauf, lauf! Boah, der hat es aber auch in sich, der, ne? Der Vogel hier. Das ist aber echt ein bisschen zu wenig Gesundheit. Ich glaube, das wird uns nicht weit bringen. Ah, jetzt aber. Er hätte nicht die Schriftrolle eines Nekromanten stehlen dürfen. Das hast du davon, wenn du dich mit den Toten befasst. Ox, was tust du hier? Ich habe auf dich aufgepasst. Was? Ich bin froh, das zu hören. Ich musste herausfinden, auf welcher Seite du stehst. Und bislang bin ich doch erleichtert. Denk in Zukunft an dies. Diejenigen, die mit den Toten im Bunde sind, verfügen über die Fähigkeit, diejenigen zu erwecken, die tot sind. Was? Halte dich von diesen Statuen fern, solange du kannst. Es wird eine Zeit kommen, wenn deine Verbindung mit den Toten so stark ist, dass du sie selbst ins Leben bringen kannst. Woher willst du das wissen? Ich bin mir dessen sicher. Ich kann einige Dinge... sehen. Nun muss ich dich verlassen. Oh, übrigens, die Schriftrolle, die du gefunden hast, ist gefährlich. Die Schriftrolle. Du solltest sie sofort zum Netz der Maske zurückbringen. Haben wir jetzt hier eine Schriftrolle gefunden, oder? Was? Was? Ich weiß gar nicht, was wie... Aha. Fahles Herz, ein mysteriöses Stück Marmor. Ja, yeah, hier, komm rüber, mach mal, bla. Ich komm hier gerade gar nicht mit. Wir sollen da hinten hin. Ja, ja, alles klaro. Ja, ich, keine Ahnung, was für eine Schriftrolle und überhaupt. Ihr seht ja, ich habe hier einen Löwen besiegt und Nox ist wieder da. Und, ja, wie auch immer, wie es weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Wunderschöner Hintergrund. Bis zum nächsten Part. Bis dann, tschüss.